Hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht es um das Wasserablassen. Ja, das Wichtigste beim Wasserablassen, das sind hier diese beiden Schrauben. Hier, diese und diese. Ich zeige euch das mal. Und hier der alte Bekannte. Den kennt ihr. Hey, Kollege, ich könnte da, da. Ja, der ist auch wieder da. Knut ist wieder dabei, ist wieder kälter geworden. Das ist auch die richtige Zeit, wo wir das Wasser ablassen sollten vom Wohnwagen. Wir sollten das Wasser natürlich auch zwischendurch mal ablassen, ja. Aber wir beginnen als erstes, wir machen die ganze Geschichte spannungslos. So, als nächstes schalten wir jetzt hier unseren Strom aus. Wir beginnen die Arbeiten hier mit diesen beiden. Den drehen wir auf, hier oben, den kleinen, der kommt direkt hier von der Therme. Ja, hier ist unsere Therme, Truma-Therme mit 3, 4, 5 Liter Wasser drin. Die wird hier über diesen Schlauch erwärmt. Und den zweiten, den finden wir hier. Das ist der zweite, den drehen wir auch auf, damit diese Schläuche sich hier drüber entlüften. Hier haben wir die eine. Da sehen wir die andere. Ja, die sind total winzig, die haben nur 5 mm Durchmesser. Das beschädigte Holz dort werde ich jetzt wieder anarbeiten. Hier ist unsere Wassermeldeanlage, die ihr ja schon kennt. Funktioniert einwandfrei, da können wir immer mal testen. Hier im Bad machen wir es folgendermaßen. Ich lege hier ein Handtuch hin. Wir könnten es theoretisch auch über den Abfluss laufen lassen. Drehen diesen Kanister, das ist im Moment unsere Wasserversorgung hier, hoch und legen den hier drauf, damit wir den möglichst tief kriegen. Habe ich ihn hier jetzt runtergelegt, weil wir hier hinter laufen wir einmal bei der Toilette mit dem Wasser, mit unserem Wasserhahn, mit unserem Wasserlauf gehen wir hier hoch und laufen ab hier nur noch oben lang, so dass wir dann laufen ab hier nur noch oben lang und ab hier hinter dem Radlauf, da haben wir das Gefälle nach hinten, was sich dann auch durchzieht bis zur Ablassschraube. Das muss man ja auch immer im Auge behalten. Hier kommt unser Wasser von oben. Allerdings hier müssen wir natürlich einmal über den Berg. Jetzt stellen wir diesen Ventilhahn hier auf die Mitte, damit dieser hier sauber nach unten weglaufen kann. So. Also, diesen auch aufdrehen. Ist das gut so? Ja, klar, ist das gut so. Ja, hier seht ihr Knut. Hey, wie geht's euch, Jungs? Geht's euch gut? Ich bin froh, endlich wieder dabei zu sein. Ja, da oben, das ist die Armatur für Warm- und Kaltwasser. Wir sind jetzt hier mitten in der Küche. Der rot markierte Schlauch kennzeichnet die Warmwasserleitung. Die rote, dicke rote Leitung, die geht hier rüber zu dem Wasserhahn sozusagen. Da oben sehen wir ihn, da ist auch die Anschlussleitung mit den Kabeln. Der blaue Schlauch, der hat hier die Abflussfunktion. So, und der schwarze Schlauch kommt hier auch von der Abflusssituation. Bei dem Frischwasser, da ist jetzt drauf zu achten, das sind die beiden transparenten Schläuche, die laufen hier nach unten. Und da versuchen wir möglichst wenig irgendwelche Knicke einzubauen, dass da kein Wasser steht. Das sollten wir hier vermeiden. Die laufen dann hier hinter lang und gehen dann hier in den Kanal und verschwinden dann nach hinten. Hier in diesem grauen Kabelkanal, dort läuft die Wasserleitung entlang. Sie geht hier hinten an der Ecke hier, da sehen wir sie mal kurz. Da kommt sie mal eben zum Vorschein, geht um die Ecke rum, da fehlen noch die Abdeckleisten. Sie verschwindet dann hier wieder raus, an der hinteren Sitzbank, direkt hinter dem hinteren großen Fenster sind wir hier. Ich zeige das mal eben, so. Und da geht die Leitung rum. Ja, und hier steht schon unsere Therme bereit. Lass gucken, wo ist der Topf, was ist das hier? Was hast du hier hergestellt? Was findest du? Das ist ja wohl unser. Unglaublich. Marco! Gib den her! Kann ja wohl nicht angehen. Sitz, Lasko Sitz, super, er hört immer mehr und immer besser, den lässt du stehen, ja, so, als nächstes, ist richtig, ne?
Als nächstes zeige ich euch, dass wir den Wagen etwas schief aufgehängt haben, wie wir das Ganze machen, damit das Wasser auch wirklich jetzt dahin kommt, wo wir es hin haben. Wie ihr hier schon ganz klar erkennen könnt, steht der Wohnwagen schon schief. Er steht dorthin sozusagen, unseren guten Wohnwagen. Ihr kennt ihn schon, ja. Er steht jetzt so, weil dort in der Ecke haben wir auch die Ablassschrauben. Und wir denken uns, wenn wir den jetzt vorne hochkurbeln, dass wir das Wasser in den Schläuchen, wie wir es eben schon gesehen haben, jetzt auch hierher bringen. Ja, dazu kurbeln wir diese Ecken hier einmal runter. Jetzt haben wir den Wagen schon hier nach hinten gekurbelt. Und jetzt versuche ich ihn nochmal so zu kippen, dass das Wasser quasi so runterläuft und jetzt so läuft. Und dazu hebe ich diese Kurbel wieder etwas an. So, jetzt müsste das Wasser eigentlich da hinten rauslaufen können. Gut. Hier haben wir beide noch einen kleinen Tipp für euch. Genau, guckt euch das mal an. Falls es jemand nicht kennt, der Tipp ist genial. Ihr nehmt einen Luftballon. Wenn ihr einen kleinen nehmt, dann ist die Öffnung hier vorne auch kleiner. Stülpt den hier rüber, ja. Da über den kleinen. So, ja. Und wenn ihr jetzt hier aufmacht, hört ihr? Dann kann man hier nochmal kalt und warm wählen. Und da haben wir die Leitung auch frei, ne? Leider ist er jetzt gerade kaputt gegangen. Ganz erfolgreich gelöst, nicht wahr? Ja, natürlich. So, Lasko hat seinen Einsatz wieder gezeigt. Er hat uns wieder einiges geklaut. Ich weiß gar nicht, wo der Bursche ist. Das Wetter wird schlechter, wir werden bestimmt noch mal auf Tour fahren, aber jetzt wisst ihr, wie es bei unserem Wohnwagen aussieht. Das ist das Resultat, wenn man sich mal 5 Minuten nicht um den Hund kümmert. Und er versucht dann das abgedeckte Loch mal durchaus wieder freizugraben. Lasko, was hast du da angestellt? Ja, ganz nach dem Motto, ich habe nichts verbrochen. Ja, dann werden wir das erstmal wieder sauber machen. Wie wir den Wagen austariert haben, ja, habt ihr ja gesehen, also gelangt. Ihr müsst natürlich die Hähne alle wieder zudrehen, auch die Ventile, die sich da hinten in der Ecke unter der Sitzbank bei unserem befinden. Wie hier nochmal erklärt, wenn die Wasserleitung, die ihr ja gesehen habt, wenn die jetzt hier rumläuft und hier ist unser Ablass, und wir kippen ihn, wir haben ihn sowieso schon mal vom Prinzip her so gestellt, ja, dass das Wasser quasi so schon hierher läuft. Jetzt kippen wir ihn nochmal an, dann läuft das Wasser hier runter in die Ecke. Jetzt kippen wir ihn wieder zurück und jetzt läuft auch der Rest raus. Und dann haben wir mit dem Luftballon ihm den Rest gegeben, weil ansonsten kann es hier doch in den Leitungen stehen bleiben. Aber diese Lösung, also dass wir möglichst versuchen, das Wasser komplett rauszukriegen, das würde ich zum Winter hin empfehlen. Gut, das Prinzip dazu, dann nochmal am Ende alle Ventile wieder zudrehen, 12 Volt wieder einschalten, ja. Auch die Ablassventile nicht vergessen, wieder zudrehen, sonst läuft das Wasser da raus. Wir haben zum Glück einen Wassermelder da drin. Könnt ihr euch angucken, wie wir den gebaut haben. Eigentlich eine sinnvolle Sache mit den kleinen Sonden, der sagt uns dann Bescheid. Ja, und ich würde sagen, wenn euch der Film gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wir waren wieder fast komplett. Knut ist also aus dem Winterurlaub zurück quasi und der Hund ist auch wieder dabei. Ja, bis dann. Bussi. Tschüssi.